Pop ne extra, next up. Ich rap echtes Zeug, bei euch ist Cap, ja. Ich höre euch eine. Und ja, bisher auf jeden Fall schon mal zwei nice Parts. Das Video auch fett gemacht. Auch so mit dem Paintball und so, ey. Also das auf jeden Fall sehr gut produziert. Oh, it's this time again. Gotta go Cloud Rap. Du bist die Haare in dieser Kette kleben geblieben. Ach, Scheiße. Du fragst mich wieso, hä? So, jetzt sind wir Cloud Rap. So, Outfit muss einfach passen hier, weil wir gehen uns heute Tilo x Young Vision mit Prophezeit. Ich wurde auch gefragt, ob ich zu Young Vision mal ein Video machen kann. Ich hatte ja schon Young Vision mit Sanito und heute haben wir Tilo mit Young Vision. Vielleicht wird es auch irgendwann mal nur Young Vision. Aber heute ist es Tilo mit Young Vision, Prophezeit. Und wir werden jetzt zusammen reinhören. Das ganze Ding, prod by Young Kim J, der Beat. Und wir haben directed by Skinny Boy das Video. Ich bin mega gespannt. Ich muss sagen, Tilo habe ich, glaube ich, noch nie reingehört. Außer vielleicht bei ein paar Kumpels mal so. Und Young Vision, ja, kenne ich halt ein paar Sachen, ne? Zum Beispiel das mit Sanito. Und ich bin auf jeden Fall übelst gespannt drauf, was das so für Mugi ist. Ist ja so Checkmate Collective, so. Die haben ja ab und zu ein paar ganz geile Drops auf jeden Fall, die ich auch feier. Und wir werden jetzt hier reingehen, let's go. TMZ ballin' on these hoes, huh? It ain't pouring, but it's rainy. Ist auch ein langes Video, 7 Minuten oder so. Also bin echt gespannt. Checkmate. Und ich pack den letzten Blister noch leer. Leben ohne Drogen fehlen mich schwer. Und ich hab's prophezeit. Meine Brüder machen Wasser zu weit. Pack ne extra, next up. Brauch eine Dobi und mein Guest up. Rede nicht von Liebe, ich vergesse das. Ich wurde niemals geglaubt. Jetzt hat der Junge seine Seele verkauft. Ich hab das Foto zu machen, nein, kann ich leider nicht sagen. Bitte, ich wurf die Benzos, weil ich muss das ertragen. Ja, ich will gar nicht reden, doch sie stellen tausend Fragen. Ja, lass mich einfach leben, Mann, und lass mal das quatschen. Komm, ne Ex-Bar, next up. Sie steht auf paar Junkies, nicht auf Gangster. Ja, ja. Komm, ne Ex-Bar, next up. Ich rap echtes Zeug, bei euch ist Cap, ja. Ja. Ich hör euch allen. Also das ist jetzt auf jeden Fall Tilo gewesen und davor war Young Vision. So, ihr wisst das wahrscheinlich, ich war kannte Tilo halt vorher noch nicht, aber Young Vision halt. Und ja, bisher auf jeden Fall schon mal zwei nice Parts. Das Video auch fett gemacht, auch so mit dem Paintball und so, ey. Also das ist auf jeden Fall sehr gut produziert. So, ja, von der Mucke her geht so in halt, ja, in diesen Cloud-Rapping-Style, den man da aus der Richtung so kennt. Ist auf jeden Fall bisher ganz nice. Ich würde sagen, da werde ich mir aber ein größeres, Meinungsabgeben später erlauben. Erstmal weiter. Ja, ja. Ich hör euch all nicht zu. Ja. Cody Nila, los, ja. Sehr nicht gut, tut gut, ja. Hase im PayPal, ist cool, ja. Ich komm niemals wieder down von diesem Film, ne? Nicht vom Erfolg, nicht vom Bitches, nicht vom Pillen, ne? Ich komm niemals wieder down von diesem Film, ja. Nicht vom Erfolg, nicht vom Bitches, nicht vom Pillen, ja. Ja. Und ich pack den letzten Blister noch leer. Ja, krass. Ey, haben die eigentlich Capture the Flag mit der Checkmate-Flagge gespielt? Man kennt doch locker noch mehr Leute, die da mitgespielt haben. Das war jetzt der Track? Was kommt denn jetzt noch? Ganz viel so Behind-the-Scenes-Kram oder so. Da können wir gerne auch gleich noch ein bisschen reingucken, aber da werde ich erst noch ein bisschen was sagen. Also ich lasse auf jeden Fall erstmal ein Like da. Also der Track auf jeden Fall ein stabiles Ding soweit.
Ja, ist auf jeden Fall cool. Cool, dass ich jetzt auch mal bei Tilo reingehört habe. Da werde ich bestimmt dann auch mal noch ein bisschen mehr reinhören. Young Vision hat hier die Hook gemacht. Die war auf jeden Fall auch ganz nice. So, boah, textlich habe ich jetzt nicht so ganz alles mitgekriegt, worum es genauso ging. Aber auf jeden Fall, so geht auf jeden Fall auch ein bisschen so um die Crew, dass sie es prophezeit haben, sodass die crazy sind, so, wenn ich das jetzt richtig gecheckt habe. Und ja, auf jeden Fall ist ein stabiles Brett, kann man nicht sagen. Und hat mir auf jeden Fall auch gefallen. Bin immer gespannt, was da so rauskommt, so in der Szene. Da gibt es ein paar, die finde ich richtig, richtig gut. So mein Favorite da ist Sanito. Und aber auch diverse Leute sonst, die auf jeden Fall nice Shit droppen, so St. Davis, Young Vision und so. Also sind schon ganz coole Sachen dabei. So, wer mich kennt, ich bin eher so im Metalcore zu Hause, aber ich höre auch gerne mal so in diese Cloud-Rap, Emo-Rap-Sachen und so rein, sowohl Deutsch auch als reden kann ich nicht. Deutsch als auch Englischsprachig, wollte ich sagen. Und ja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, hier reinzuhören. Ich würde sagen, wir können uns jetzt noch ein bisschen gönnen hier, was da noch so kommt nach dem Video. Also ja, genau, das Video an sich auch ist richtig gut produziert. Hier nochmal Shoutout an Skinny Boy auch. Ich bin noch gespannt, was jetzt hier noch so an Bonus-Content kommt. Lass das nochmal ein bisschen gönnen. Mal extra den Ziesel in die Fresse, wenn ihr nicht wärt, dass da zu viel Tabak drin ist, Digga. Ich weiß über das Gift. Oh. Das ist doch auch St. Davis hier, ne? Also ich kenne jetzt nicht alle von den Dudes so, aber ein paar zumindest. Können wir auch gerne in die Kommentare schreiben, wer da alles in dem Video dabei ist, wenn ihr es wisst, wenn ihr in der Szene ein bisschen mehr am Start seid als ich. Es wird gut heute, sehr, sehr gut. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why. Digga, wir gehen gerade so unsere Loki und so Felder abmetten so. My Ferrari's in the garage, girl. Let's take my chopper. Stark. Ich mal einen Schuss mit. Wisst ihr Bescheid? Oh yes! Der ist stark, Digga. Ey, den könnt ihr danach auch behalten, ne? Was? Echt? Ja. Ey. Geil, Digga, den werde ich schön übertragen. Digga, für wer kann ich ganz Freunde so reinmachen? Für wer? Guck mal, guck mal! Was soll ich rein? Ich hab sogar noch. Ah ne, ist der Eierschutz. Ja, genau, im Eierschutz ein paar Drugs verstecken. Läuft bei denen, Alter. Safe for you. Keine Ahnung, zu dieser ganzen Drug-Thematik muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Habe ich schon in anderen Videos gemacht. Ich bin nicht so der Freund von Drogen, sag ich mal. Ich akzeptiere es voll, wenn Leute das machen und da cool mit sind. Man sollte das halt einfach in einem vernünftigen Maße machen, wenn man es macht. Und natürlich volljährig sein. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt nicht so viel drüber quatschen, so, keine Ahnung. Ich finde es nicht so geil, wenn sowas in Songs so heroisiert wird, wenn man ein bisschen darüber, wenn das mir halt mit im Text ist, weil es mit zum Leben gehört. Und dann ist das vollkommen okay. So, solange es nicht so übelst heroisiert wird oder so, finde ich das auch voll, geht auch voll klar, gehört ja irgendwie zu dieser ganzen Szene auch irgendwie dazu. Und ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen meine Sichtweise darauf. So, könnt ihr auch gerne komplett anders sehen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. So, ich sage nicht, dass man das nicht machen so darf oder so. Wenn man damit einen vernünftigen Umgang hat, der jetzt nicht komplett ungesund ist, so, dann geht ja auch alles klar. I mean, like, so, ich gucke mir auch gerne Open-Mind-Videos zu dem Thema so an. So. Also an sich interessiert mich das Thema schon so, aber ich selber würde sowas never machen. So. Das ist bei Paintball. Oh yes, baby. Oh, sieht sich voll geil aus. Ready oder was? We ready, we in this bitch, man. Richtig nice das Footage noch hier. Hey, ich find's voll geil, doch. Ist einfach noch mehr als ein Musikvideo, voll geil irgendwie. Eine Frage! Oh. Drei Leute genutzt. Bitch!
Ey, ich hab John direkt auf den Eierschutz geschossen. Geht gezielt, ey. Ich drück ab und seh diese Kugel. Ey, Rüdiger. Wir werden zum zweiten Mal. Wie gibt's mir an Oxycade in den Sehnen so schön? Und bald kommt die Tüte runter und dann müssen wir noch einatmen. Dann kommen richtig fette Haze. Ist das ein DHL-Flugzeug? Lolz. Ein chilliger, atmosphäriger Track auch so im Hintergrund. Kenn ich noch gar nicht. Hat er auf die Hand gekriegt oder was? Oder wohin? Ich hab Money nicht für sie, doch ich hab Money für Beans. Was für Date, Bitch? Ich geh nicht. Ja, anscheinend. Oh, Junge! Junge, Thilo und ich haben es gleichzeitig auch rausgenommen, Digga. Superstars. King. Weggeholt den Bastard. Winner, Winner. Chillig. Nee, ich habe noch nie Paintball gespielt, aber es sieht schon immer chillig aus. Es gab ja auch dieses Live-Event jetzt mit Amar und so. Das sah auch richtig nice aus. Boah, diese Werbung geht mir so auf den Sack. Aber das wär's auch für das Video gewesen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben hier da und geht auch gerne in die Videobeschreibung auf das Video von denen und packt da einen Daumen nach hoch rein. Hab ich auch schon gemacht. Und ja, Leute, dann lasst auch gerne, wie gesagt, bei mir Daumen nach oben, Abo da, smash die Glocke, um nichts zu verpassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten, checkt die Videobeschreibung, da sind viele coole Links. Tschüssi. Immer der obligatorische Depp am Ende. Obwohl ich bin der Depp. Hahaha.